Servusle, meine Lieben. Willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde No Man's Sky mit dem Voucher und mit unserem Gag-Alderle. Wir sind auf dem Frostplanet unterwegs gewesen, haben die Sachen schon mal rangefarmt, Leute. Ich will tatsächlich noch ein ganz kleines bisschen an den Quests dranbleiben, die wir von zu Hause bekommen. Also vom Waffenmeister, vom Aufseher, von unserem Farmer. Da möchte ich ein bisschen dranbleiben. Das wird so mein roter Faden werden die nächste Zeit. Ich habe unheimlich Bock, das Baumenü richtig kennenzulernen und da richtig schön mich reinzufuchsen. Hier seht ihr schon, wir haben jede Menge Frostkristalle. Ich habe Dioxid mit, das brauchen wir jetzt für die Quest. Haben wir ein bisschen übrig. Kann man immer gebrauchen, habe ich mir gedacht. Und gleich ein bisschen Kohlenstoff, weil ich tatsächlich auch zu Hause was probieren möchte. Jetzt pass mal auf, Leute. Wir heben jetzt mal ab. Ich möchte natürlich nicht alles vernachlässigen jetzt, weil ich mich entschieden habe, jetzt hier mehr ins Bauen reinzugehen. Ich möchte auch mal beim Polo wieder vorbeischauen. Weißt du, wir sollten immer ab und zu mal einen kleinen Exkurs machen über die Quests, mal eine ab und zu eine Entdeckungsreise, aber primär so ein bisschen am Bauen einfach dranbleiben. Da habe ich tierisch Bock drauf momentan. Aber wer mich kennt, weiß ja, meine Pläne, die sind nie so weit in Stein gemeißelt, dass ich sie nicht ändern könnte, ne? Ich bin eher so ein Typ, der mit Knetmasse dann arbeitet, sodass ich beim nächsten Mal die Möglichkeit habe, umzukneten. So, habe ich euch zugeschaltet? Ich habe euch zugeschaltet, wunderbar. Die Anomalie, die dürfte doch systemunabhängig irgendwo jetzt dann auftauchen, oder? Signal entdeckt, Anomalie scanne mit der Raumschiff-Scanner-Geschichte. Holen wir uns mal die Anomalie ran. Da würde ich auch ganz kurz einfach mal hinfliegen. Hier ist sie doch schon. Hier ist doch schon die Weltraum-Anomalie. Bei dem war ich jetzt schon eine Ewigkeit nicht mehr beim Polo. Da hat ja auch immer wieder mal Baupläne und irgendwelche Teile, die wir noch nicht verbaut haben. Ich weiß, ich habe die Container voll mit Zeug, das ich hätte schon längst mal irgendwann anbringen können. Machen wir alles demnächst mal, ne? Vor der nächsten Ausflugsrunde werde ich auf jeden Fall Zeug installieren. Ist das schon der Eingang hier? Sieht so aus, als wären wir auf der richtigen Seite. Mach aber nicht ganz so schnell, Alter. Ah, das passt, glaube ich, schon. Genau sage ich es gerade noch. Sehr schön. So, meine Lieben. Dann gehen wir heim. Dann werden wir die Frostblumen bauen. Und ich will draußen tatsächlich. Also, der Musterplanet, Leute, es wird natürlich jetzt kein Musterplanet in der Form, dass wir einfach nur alles wild hinklatschen. Wir können ja, bis wir unser Heimatsystem gefunden haben, trotzdem sinnvoll bauen. Ich möchte außen bei diesen Hydro-Containern, die wir aufgesetzt haben, oben drüber Custom-Building machen mit einer geraden Fläche. Die bauen wir uns die Tage auf, ne? Ja, servusle, Alterle. Willst du mal wieder mit uns irgendwas anstellen? Ich bin mal gespannt. Also hat sich auch wieder krank angehört, anstellen, ne? Du weißt ja nie bei den Gags. Wie war deine Reise, mein Freund? Eine Geschichte über etwas Erstaunliches? Eine Geschichte über etwas Aufregendes? Über Entdeckungen. Lass mal Entdeckungen. Vielleicht kriegen wir einen Bauplan. Unsere kleine Welt ist ja so reich an Dingen, die es zu entdecken und zu studieren und zu erhalten gilt. Ich werde deine gute Arbeit unterstützen. Bitte nimm das. Was bekommen wir? Ich habe stundenlang über alle Schiffe nachgedacht, die du zerstört hast. Es ist Zeit für eine neue Aufgabe. Akzeptieren. Was kriegen wir? Ich sehe es jetzt immer nicht gleich, ne? Diese fliegende, umherwandernde Maschine. Sie sind überall. Jagen und verletzen. Oh. Das gibt eine Tötungsquest wieder für unsere Wächter, glaube ich. Er scheint besorgt zu sein. Der Gag scheint zutiefst verärgert zu sein, nachdem ich die Einträge des Piratenschiffs zerstört habe. Noch eine peinliche Pause macht Polo einen Vorschlag. Polo meint, dass die Zivilisation zurückkehren sollte. Die Wächter sind das Problem. Polo schlägt vor, ich soll alle, auf die ich treffe, eliminieren. Daten für Polo finden, na Mama natürlich. Ich meine, mit Wächtern haben wir jetzt Lebenserhaltungsmodul B1. Leute, soll ich es gleich einbauen? Das haben wir, glaube ich, schon 10-mal in unserem Container. So, komm, wir bauen es gleich ein. Sonst habe ich es nächste Woche nämlich immer noch hier drin. Lebenserhaltungsmodul, das will ich aber erstmal rüber transferieren in den. Ah, da haben wir keinen Platz mehr. Lebenserhaltungsmodul, ein signifikantes Upgrade für das Lebenserhaltungssystem. Startet den Installationsprozess mit E. Das müsste dann hier Lebenserhaltung. Das ist natürlich jetzt gerade sehr, sehr ungünstig hier. Haben wir sowas? Das ist das Herzteil. Jetzt, da muss ich aber erstmal Platz machen, denke ich mal. Ne? Pass mal auf, Leute. Da müssen wir hier rein. Das würde ich dann schon hier drunter bauen wollen. Ne? Hier so drunter. Das Problem ist, ich habe echt keinen Platz mehr. Ich kann es nur im Frachter verschiffen. Oh, was mache ich denn jetzt? Hier ist ja auch noch eins. Ach, das geht nicht, dass ich es jetzt hier wegnehme und darüber ziehe. Ja, dann bauen wir es später, ne? Dann räume ich es erstmal daheim ein, Leute. Erreiche Meilenstein Störenfried für Wächterzerstörung. Das heißt, noch 10 Wächter muss ich kaputt machen, dann sind wir Störenfried. Was hat Nada noch im Angebot? Wenn wir schon mal hier sind, alle 10 Folgen. Nada und Polo treiben zwischen den Welten. Ja, das kennen wir. Gibt's irgendwas? Nada erzählt mir, Zuflucht in dieser Raumanomalie gefunden zu haben. Den Weg des Atlas suchen, nach Abkürzungen zum Zentrum fragen, Ressourcen zur besseren Erkundung.
Nada gibt mir ein Geschenk, das mir auf meiner Reise helfen soll. Neue Technologie entdeckt. Konfliktscanner, Leute. Können wir jetzt praktisch selber ein Upgrade bauen? Ein Upgrade für die riesigen Sensoren des Raumschiffs. Mit diesem Gerät kann der Benutzer auf Konfliktdaten der Galaxiekarte zugreifen, ohne sich selbst in Gefahr bringen zu müssen. Das hört sich erstmal gut an. Herzlichen Dank auf jeden Fall. So. Nächste Meilensteine. Wenn wir erreicht haben, müssen wir hier wieder uploaden, ne? Jetzt pass auf. Nee. Wir müssen da runter. Servus Legek, wir sehen uns. Ja super, hat doch super geklappt. Jetzt waren wir mal wieder da, Leute. Es hat nicht allzu lange gedauert. Die Fregattengeschichte und Frachtergeschichte, die gehe ich heute absichtlich nicht an. Da hatten wir ja erst im Clip eine Thematik drin, da warte ich noch auf Meldungen. Weil ich produziere ja leicht vor wegen Arbeit und so, ne? Da warte ich dann immer, was von euch so geschrieben wird und nehme es dann wieder ein paar Clips später mit ran. Jetzt pass auf, jetzt gehen wir eigentlich nur noch zu unserer Raumstation. Und das war's eigentlich, dann können wir nach Hause. Schade, dass das da vorne nicht Gag Alderle Prime ist, weil dann hätten wir tatsächlich das in diesem System gehabt, ne? So, Digga, komm, gib Stoff. Impulsantrieb offline. Wir müssen kurz warten. Die Anomalie stört uns noch. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Der Alderle macht niemals schlapp. Wir gehen jetzt auf direktem Wege nach Hause, Leute. Ohne Umschweifen pflanzen die Frostblume. Und dann gucken wir mal mit dem bisschen Kohlenstoff, das ich rangefarmt habe, ob wir den Vorbau, ich nenne es mal Vorbau, ich zeige euch gleich, was ich vorhabe. Dann verbauen wir das. Wahrscheinlich haben wir dann noch ein bisschen Zeit. Heute und morgen würde ich dann tatsächlich den Quests nachgehen vom Waffenhändler und vom Aufseher. Ne? Wow, ist das weit weg. Also das sind manche Mal sind schon so Distanzen dabei, wo man merkt, oh, ist doch ein Stück. Ich finde es übrigens jedes Mal total geil, wenn du auf den Planet runterfliegst, ohne Ladedings und so. Einfach ranfliegen, hochfliegen. Boah, Alter. Knappe Geschichte manchmal mit dir. Knappe Geschichte manchmal mit dir. 100.000er Kopfgeld, aber wir brauchen eigentlich jetzt momentan eher Wächter. Nee, das stimmt schon, der Eingang ist hier. Guck mal, hast du gut gemacht. Ach, lass den da draußen rumfliegen. Kampfeinheiten kommen sowieso noch früher oder später. Demnächst machen wir eh wieder einen kleinen Ausflug, neues System. Dann würde ich sagen, schauen wir uns wieder ein bisschen um, entdecken neue Dinge, upgraden wieder oben an den Raumstationen und dann werden wir auch die Wächterquest machen auf irgendeinem fremden Planet, in einem fremden System, würde ich sagen. So, mein Lieber. Welcome. Hier gehen wir hoch. Lumlilum. Lumlilum. Mahlzeit. Servusle. Ich freue mich voll auf zu Hause jetzt, Leute. Ich freue mich voll. Auf geht's nach Musterhausen. So, gar nicht lang rumgefackelt. Einmal hingepottet. Wir haben noch Zeit. Also, die Frostblume. Die machen wir als nächstes jetzt. Jetzt habe ich ja alles besorgt. Dioxid war's und Frostkristalle, ne? Wir gucken mal. Ich überlege gerade, ob ich die draußen schon mal aufbaue, um zu gucken, was draußen passiert. Weil irgendjemand hat nämlich auch geschrieben, dass es gar nicht so günstig ist, das draußen zu machen. Möglicherweise verrecken die uns jetzt irgendwie. Aber die haben ja extra einen Hydrokulturcontainer da, ne? Ja, das muss ich zugeben. Es ist immer noch sehr schade, dass wir... Ein kleines Baumenü rein, dabei wollte ich die Taschenlampe anmachen. Dass wir den Basiscomputer da hinten haben. Aber ist egal. So, mein Freund, geh nochmal ganz kurz in deine Quests rein. Nimm die Pharma-Quest. Genau, so muss das sein. Sammle Daten, ne, das war die falsche. Du hast die falsche angewählt. Die wollte ich. Ich hätte schwören können, ich habe sie angewählt. Pflanze Frostwurz an. Nutze dazu einen Hydrokulturdrog. Ich würde sagen, wir machen uns mal die Mühe und setzen einen draußen hin. Halte mal, du bist gar nicht in dem Dings. Einen draußen und einen drin, oder? Hier, das können wir eigentlich auch wieder abbauen, Leute. Das ist so der Überrest von dem Keller, der noch unter Wasser steht, ne? Gekle, was ist denn los mit dir heute? Irgendwie habe ich das Gefühl, du bist nicht so gelenkig wie sonst. So. Ja, einen hier oben und einen draußen. Dann haben wir schon mal draußen was angepflanzt. Sehen, was passiert, ne? Okay, Manoki. Die können wir, glaube ich, ernten, Leute. Jetzt guck mal. Schön, und die bleibt drin. Die bleibt auch gleich drin, ne? Wollen wir mal kurz gucken, wie viel Verbrauch wir jetzt haben? Oh, das ist praktisch dann komplett leer. Das ist dann praktisch komplett leer. Ich verstehe. Ja, aber ist okay. Dann weiß man das einfach, weißt du? Hier müssen wir auch aufladen. Okay. Und jetzt pass auf, jetzt kommt nämlich der Punkt. Wir haben nämlich das Rezept, meine ich schon, ne? Wir gehen hier rein. Hier rein. Ja. Hier. Spieler in Objekt. Achso. So, Leute. Frumm.
Das ist doch cool, ich mag das ja, ne? Also hier haben wir was drin, hier haben wir was drin, können wir ernten. Draußen will ich natürlich unser Glück jetzt auch probieren. Ich habe extra mehr mitgenommen, nämlich. Wir können innen durchgehen, glaube ich. Am Wissenschaftler vorbei, am Waffenhändler vorbei, beziehungsweise am Waffenhändler ist auch gut. So, pass auf. Flitz mal hier kurz drüber, nehmen wir natürlich eine Abkürzung. Ja, ich habe schon wieder vergessen, wie geil das ausgesehen hat. Sind das immer, ist das immer einmal dasselbe dann? Mal gucken, wie viel Material der braucht, treibstoffmäßig. Auch nur 17. Ey, auch nur 17, Leute. Also interessant. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir zufällig vier Frostblumen da reinkriegen. So, pass auf. Ich drücke F, F, F aus dem FF. Ich würde sagen, eine pflanze ich hier hin. Ja, ich glaube, ich habe echt genug Zeug besorgt, Leute. Guckt ihr das an, wir kriegen den ganzen Kanister voll. Das heißt, wenn das jetzt nachwächst, haben wir Glas, ne? Schön. Oh, ist schön. Jetzt pass auf, ich erkläre euch, was ich vorhabe. Dafür habe ich auch ein bisschen Materialien geholt, aber nicht alle. Das heißt, wir werden heute wahrscheinlich noch aufbrechen für die Quests, die wir offen haben. Hier oben drüber, da wo ich jetzt hingucke, genau hier oben drüber soll es weitergehen. Jetzt pass mal auf. Ich will mal schauen, ob wir. Ah, hier kommen wir ins Wasser. Das heißt, ich muss hier drüber. Hier kommen wir auch ins Wasser. Ne, hier passt's. Das heißt, hier soll ein Treppenaufgang sein, der dann über die Höhe geht von unseren Lagerbehältern. Und da oben sollte dann eine Ebene sein. Und da will ich dann auch was Zuhendes draufbauen können, wenn ich das wollte. Und dafür dachte ich mir, Leute, ziehen wir erstmal die ganzen Dinger hier weiter. Pass mal auf. Das hauen wir praktisch jetzt weg. Und jetzt geht es weiter mit unseren. Haben wir das grün gemacht hier, gell? Ich baue jetzt erstmal aus Holz. Es geht ja da, wenn wir später, sage ich mal, Steinmöglichkeiten haben, das aus Stein zu bauen, diese Fundamente, oder aus Metall, dann ist es ja trotzdem immer noch ein bisschen dasselbe, ne? Spielernobjekt. So, Alterle, perfekt. Das solltest du aber eigentlich in grün machen. Ich guck mal eben, dass das nachher jetzt einheitlich wird. Farbe wählen. Und das schöne Grün, das wir einst nahmen. So. Ja, du bist drüber gesaust. Grün. Passt, ne? Jetzt können wir praktisch hier wieder reingehen ins Menüge. Ins Menüle. Ah, wie knapp, aber, ne? Aber es passt schon. Ja, das passt schon. Hier müssen wir jetzt praktisch rum. Oh, nee, schade. Da müssen wir es tatsächlich so machen. Da war jetzt irgendwo. Okay, aber das wollte ich so nicht haben. Das sollte dann tatsächlich längs werden, Alterle. Hier. Mach das weg. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, mein Freund. Parenga und Katzenga. Es macht schon Laune. Jetzt pass auf, ich will es drehen. Genau. Und hier soll es jetzt dann hochgehen. Das heißt, wir müssen jetzt Rampen bauen. Und da kann es sein, dass die Mats schon ausgehen. Weil reines Ferrit habe ich nicht allzu viel. Aber das klappt schon mal. Das klappt auch und das klappt auch. Wie hoch sind wir denn jetzt dann? Ja, wir sind schon drüber. Ich muss natürlich gucken, wie wir es dann später machen mit den Stelzen. Es soll ja tatsächlich so aussehen, als ob das auch stabil steht, ne, und nicht irgendwie in der Luft glitscht. Oh, es ist gut, aber das will ich so nicht. Das soll schon längs sein, Alter. Habe ich das da vorhin schon mal gesagt? Alter, manchmal habe ich da aber schon hier so meine Dinge. Ne? Pass mal auf. Nee, du musst noch mal raus. Ja, Wunderbärle. Der Monk in einem, ne? Da habt ihr schon recht, Leute. Guck mal, der Bogen sieht ja auch cool aus. Könnten wir jetzt theoretisch hier so einen Bogen hinbasteln gleich? Pass mal auf, probieren wir natürlich. Oh, da glaube ich, hätte ich Spaß dran. Pass mal auf, pass mal auf. Wir brauchen hier die Grundlage alles Lebens, ist ein Fundament. Also hier unten drehe ich manchmal nach links und manchmal nach rechts und komme dann auch ein bisschen mit den Augen raus. Aber das habt ihr bestimmt schon gemerkt. Nein, Alter, jetzt hast du schon wieder so gemacht, wie ich es nicht wollte. So. Pass auf, wenn ich jetzt nach vorne drehe mit der Maus, kommt der Bogen, ne? Nee, kommt er nicht. Also musst du. Ja, dann passt es aber so. Jetzt, Leute, ich drehe es. So will ich es haben. So will ich es haben. Und jetzt will ich den Bogen mal anschauen. Ist das cool? Oh, ist das cool. Das macht jetzt schon unheimlich Laune, ne? Also hier, das soll nachher so nicht mehr sein. Wir werden hier unterstützend irgendwas ranbauen. Und wenn es so alle paar Dinger eine Säule ist, ne? Das soll halt nachher schon schön sein und vor allem so aussehen, als wäre es gewollt. Und stabil. So, meine Lieben, jetzt gucke ich mal eben, ob wir da oben noch das Ding vorgezogen kriegen.
Wir werden nicht genug Mats haben, aber die sind gleich besorgt. Wenn man was will, kriegt man das hin. So, pass auf, ich wähle wieder das hier. Und wir gehen aufs Fundament. Ich drehe es jetzt dieses Mal wieder. Weiter geht's. Kann gebaut werden, 19 Stück. Ich übersehe manchmal die geilsten Dinge. Es zeigt ja alles an. So, und jetzt hier rüber? Ne, wir müssen tatsächlich noch eins, sonst wird's abgehackt, ne? Lass mich mal gucken. Ja, aber das passt, oder? Passt's, Leute? Ich muss gucken. Ich mach mal alles weg, ich hopf hier drauf. Ja, das passt. Das liegt ja unten drunter, ne? Also das wird jetzt hier einmal ganz rumgezogen. Drüben wahrscheinlich auf derselben Höhe wieder eine Treppe nach oben. Und dann werde ich hier erstmal eine Strebe machen und praktisch so diese Mitte hier, das was wir hier haben, praktisch spiegeln nach oben, aber eins breiter. Das heißt, wir haben dann oben 5. Ne? Ich will es nicht komplett oben drüber zumachen. Es soll hier auch ein Rand sein, wo man runter gucken kann. Und dann soll man auf mit verschiedenen Stegs auf ein zuendes Gebäude praktisch laufen können. Ja, guck mal, du kannst ja mit dem Jetpack, habe ich schon wieder vergessen, kannst ja einfach hoch und weitermachen jetzt, ne? Das ist zwar eins weiter raus, hätte ich es machen sollen. Kriegen wir da später Probleme wegen den Dingern? Ich muss tatsächlich gucken, Leute. Ja, wenn ich jetzt hier eine Säule hinbauen will, dann muss die Säule... Ne, das müssen wir anders machen, das können wir so nicht lassen. Komm, wir gehen den herkömmlichen Weg. Hallöle. Es ist schön, es ist einfach schön. Es ist ein Gebietler hier, wo er rumwirtschaften kann, oder? Dann gehst du hier rum, lalali. Hier soll es auch drüben so einen Rand geben einfach. Das heißt, ich muss die wieder komplett abbauen. Alter, es ist super, dass das so funktioniert. Weißt du, wenn wir später das Vouch mal bauen, das werde ich natürlich aus dem besten Material bauen, das wir finden, dann weiß ich, wie ich vorgehen muss und dass ich hier einfach das, ob das Holz ist oder Ding, ist ja egal. Dieselbe Bauweise wird es sein, ne? So, weiter geht's. Du darfst auf jeden Fall nicht drinstehen. Jawohl. Jawohl. Jetzt musst du mal gucken. Ab hier darfst du nicht mehr rückwärts laufen, sondern hier. Der passt auch noch, Digga. Jetzt können wir wahrscheinlich wieder 19 aufbauen, oder? Holzkomponente. Drücken wir auf OK. Dann drehen wir uns die Bodenplatte hin, die wiederum einmal so gedreht wird. Und jetzt können wir rüber. Sehr schön. Snappt sich's auch hin. 11 Stück können wir noch bauen. Okay, pass auf. Herrlich. Herrlich. Jetzt habe ich nur gerade tierisch Bock, dass wir von der anderen Seite dasselbe machen. Ne? Soll ja identisch sein. Ja, da geht eine komplette Folge jetzt rauf, obwohl ich gedacht habe, wir haben nicht genug Materialien. Ne? Gut, wie haben wir es denn hier gemacht? Den äußeren haben wir genommen, eins rausgezogen. Ja, und dann waren das hier 1, 2, 3, 4. Okay, ich muss nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Dann muss das hier genauso sein. 5 Stück und hier waren schon der Längsstreben. Das heißt, die Treppe, die kommt jetzt erstmal wieder weg. Dann spiel ein Objekt, da musst du ein bisschen weiter zurückgehen. Ist doch klar. So, meine Lieben, jetzt pass auf, wir gehen rein. Wir gehen rein, drehen uns hier hin. Guck mal, das habe ich jetzt rausgedreht mit einmal rum. Die Querstreben. Passt. Wir können jetzt hier natürlich auch noch zumachen, wenn wir wollen. Ja, warum nicht? Ja, das können wir so lassen. Dann kommst du hier später hoch, dann bauen wir noch Treppen hin. 5 Stück haben wir gesagt, wir drehen. 2, 3, 4, 5. Richtig, richtig, Alter. Hoppla, das war klar. Wer hat es geahnt, dass ich ins Wasser falle? Also in mir war es klar. So, wir kommen jetzt hier 5 raus. Wir haben hier tatsächlich den Rand, der leider nicht ganz ein Element entspricht. Jetzt schauen wir mal, wie es hier ist. Ich habe eine Längsstrebe und dann kommen schon die Rampen. Leute, es ist cool. Es macht Laune, hier zu bauen ohne Ende. Ich merke es gerade richtig. Man will nicht aufhören. Ja, halt, das war richtig. Genau. Hier ist es genau gleich und es ist symmetrisch. Oh, was ist symmetrisch, Leute? Richtig. Eine. Ah, wir haben keinen Kohlenstoff mehr. Gut, kein Problem. Ich besorge wieder Kohlenstoff. Dann können wir jetzt noch aufbrechen zur nächsten Quest. Das ist auch wunderschön. Ich muss es von oben. Guck mal, wenn du hier durchguckst. Ah. Und das ist noch nix, Leute. Es ist noch nix. Ich habe schon solche Vorstellungen davon, wie wir später bauen werden. Wir brauchen aber wirklich einen schönen Planet mit schönen Farben, mit schönem Klima. Also mir wäre es auch egal, ob es ein Eisplanet ist oder so. Er muss halt wirklich... Ich muss den Planet sehen und muss sagen, das ist es. Hier bauen wir und dann gewöhne ich mich an jedes Klima, ne? Cool. Und dann haben wir hier oben praktisch die Möglichkeit, über eine etwas größere Fläche weitere Gewächshäuser zu bauen.
gibt zwei Varianten. Entweder ich ziehe tatsächlich die Mitte verbreitert hoch über einen Steg rüber. Da können wir nämlich dann auch links und rechts Glaswände machen, dass wir hier so eine Art Glaskorridor noch bauen. Warum nicht? Weil wir haben ja bald Frostwurz, ne? Kehre zum Farmer zurück. Denn also, so machen wir das. Pass auf, diese Runde, Leute, bautechnisch sind wir jetzt durch. Bautechnisch sind wir jetzt durch, würde ich sagen. Jetzt gehen wir mal questen. Ich muss mal kurz ins Inventar gucken. Die würde ich gerne auslagern, die Sachen. Und zwar haben wir hier drüben, glaube ich, die Verbaumat. Nee, Voucher. Alterle. Direkt nebenan gestummt. Magnetisiertes Ferrit. Dann würde ich sagen, reines Ferrit hier rüber. Damit es zusammen ist. Normales Ferrit auch rüber. Okay, weiter geht's. Schöne Geschichte. Oh, da könnte man vielleicht tatsächlich später hier noch so einen Gang hinbauen. Ja, muss ich mal gucken. Bin mir noch nicht ganz sicher. So. Lagerbehälter. Was ist hier drin? Hier ist nichts drin. Dann haue ich die ganzen Frostkristalle rein und die Dioxid. Die Gammawurzel. Ionisiertes Kobalt, Kohlenstoff. Das lassen wir alles in unserem Inventar drin. Sehr schön. Jetzt müssen wir hier rüber. Reicht uns? Ah, scheiße. Aber hier könnte ich zum Beispiel auch eine Rampe hinbauen, hier hoch zu. Ne? Das dürfte, nee, das dürfte nicht gehen. Ist das cool, Leute? 15 Minuten, dann sind die Dinger rausgewachsen. So, pass auf. Hier haben wir, glaube ich, Module drin gehabt. Ach, jemand hat doch letztens gesagt, ich kann hier die ganzen Lagerplätze durchschalten. War das mit G? War das mit G, mit E, mit T? Ja, ich habe es schon wieder vergessen. Muss ich nochmal nachgucken? Muss ich nochmal nachgucken, wie das funktioniert, dass ich die anderen Lagerbehälter durchschauen kann hier. Was sind das hier? Das ist mein Zeug. Ich weiß nicht, wie es gehen soll, Leute. Frachter. Ich drücke mal hier oben durch mit D. Nee, da geht's auch nicht. Raumschiff. Ich hab's vergessen. Jemand hat nämlich gesagt, dass ich tatsächlich nur auf... Ohne, dass ich hier ständig rumhüpfen muss und so, dass ich die alle bedienen kann auf einen Schlag. Aber ich weiß nicht, wie. E. Aber ist egal. Bestimmt kriege ich nochmal den Hinweis. Die stacken leider nicht. Na guck mal, dann machen wir das nämlich so. Und den hier. Das sind alles die Geschenke, die wir gekriegt haben. Super, ich bin voll der Typ, der die Geschenke annimmt hier. Ich sehe schon. Hier habe ich das Zeug drin. Was sind das hier eigentlich? Wow! Das ist doch bestimmt was ich verkaufen kann, oder? Guck mal, eine 500.000, Leute. Ich lagere es mal hier ein, bis ich eine Info habe. Okay, das reicht. Wir können jetzt praktisch Quests noch annehmen. Das machen wir jetzt auch noch zusammen. Die Zeit nehmen wir uns. Lalali. Ja, das wird... Es wird schon ein ziemlicher Kasten. Weißt du, unten offen, oben zu. Wir müssen halt noch Säulen hin. Zumindest an jeder Ecke und dann zwischendrin noch zwei. Müssen wir mal gucken. Jetzt pass auf. Bei ihm ist klar, auch was wir auch bauen müssen. Aber da habe ich bestimmt die Mats nicht. Wir gucken mal eben, wie viel wir da brauchen. Ich will die große Dinge hier auch noch hinbauen, Leute. Hier war es nicht. Ich glaube, hier war es auch nicht. Lager ist klar. Spezialistenterminals ist klar. Hier ist sie, glaube ich. Das hier würde ich gerne hier noch hinbauen, Leute. Boah, ist das ein Brecher? Der muss in die Mitte oder was? Reines Ferrit, 50 Stück. Nehmen wir einen der Räume drüben. Dass wir die Dings hier hinbauen, weil die braucht keine Energie, habt ihr gesagt, ne? Das möchte ich schon haben. Dann können wir nämlich immer schön Mats da durchlaufen lassen. Jetzt pass auf. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Von denen haben wir ja unsere drei Quests, ne? Zum Farmer muss ich. Entschuldigen Sie bitte. Aber auch da wächst die Gemütlichkeit mit, ne? Das machen wir, Leute. Wir bauen uns diese große Raffinerie hier in einen der Räume. Das können wir machen. Dafür haben wir sie, ja. Und am Ende wirst du sehen, ist das Ding hier richtig cool und schnuckelig. So, mein Freund. Lieber Gag, wie geht's weiter mit uns? Du bist mit der Frostwurz zurechtgekommen. Deine Basis fühlt sich gleich viel gemütlicher an, oder? Ja. Ah, Mist. Scheiße. 50 Frostkristalle. Wir können natürlich wieder betuppen. Die sind doch bestimmt noch nicht rausgewachsen, oder? Finde das Fenster. Hey, ist sie noch nicht rausgewachsen, aber ich hab ja welche, ne? Komm her, Leute, wir holen die. Das machen wir jetzt noch kurz fertig, bevor wir losfliegen. Jo, da haben wir doch hier eingeräumt gerade, Freunde, oder? So. Frostkristalle. Zack, dann kannst du aber die wieder zurückmachen. So ein Scheiß. Muss ich die jetzt... Das habe ich auch noch nicht ganz raus, ob das da eine Möglichkeit gibt, das einzeln rüber zu lagern oder ob der immer alles nimmt. So, mein Freund, jetzt können wir nochmal dealen.
Ja, haben wir ja geschafft. Bist du nicht auch von ihrem Schimmer fasziniert? Und ich mag die Frostkristalle wirklich, Leute. Die Blumen. Neues Gebäudeteil gelernt. Sonnenrebe. Solonium. Also Solanium, Entschuldigung. Tief in der Hülle, bla bla. Ich würde sagen, akzeptieren wir natürlich. Wenn ich doch nur so hell strahlen würde wie die Sonnenrebe. Ich beneide dich um die Freude der Entdeckung, mein Freund. Ja, ist aber wirklich zu beneiden, wenn man sich so freuen darf. Ja, alles klar. Jetzt pass auf, das machen wir jetzt aber anders. Ich will die nicht hier draußen reinbollern. Das soll rein für Ding werden, Leute, hier. Weil wir halt wirklich viel Glas verbauen werden. Die Sonnenrebe für die weitere Quest bauen wir drüben an, wenn ich drüben die Frostwurz geerntet habe, ne? War hier nicht auch ein Ausgang? Ich habe jetzt voll Bock, hier nochmal rauszugehen und dann da rumzulaufen. Ja, geil. Also, Pharma-Quest läuft. Wir gucken uns jetzt mal an, was wir als nächstes erledigen wollen. Das machen wir dann gemütlich, ne? Wissenschaftliche Forschung, der wollte eigentlich, das, damit fangen wir an, Leute. Da fliegen wir jetzt hin und beim nächsten Mal erkunden wir das Ding. Wir haben es, glaube ich, sogar hier auf dem Planet. Ist es bei uns? Ja, 10 Stunden. Gehen wir zum Raumschiff. Ich habe noch genug Uranzeugs dabei. So. Baustelle, wir sehen uns bald wieder. Wahrscheinlich werde ich mir nicht nehmen lassen, die erste Säule zu setzen demnächst, weil ich finde es jetzt schon schade, dass sie nicht da ist. Sieht so aus, als wäre es unwirklich halt, ne? So, meine Lieben, ne? Da werdet ihr euch dran gewöhnen, die mich noch nicht kennen. Manche Sachen dann hochgenau und manche Sachen sind mir dann irgendwie auch wieder wurscht. Ich bin da mal so, ne? Ich habe aber noch nicht rausgefunden, wann es wie ist. Oh, Leute, müssen wir drüber fliegen. Da müssen wir drüber fliegen hier. Geil wird es. Und oben drauf, also jetzt haben wir hier unten Frostwurz, oben drüber Gewächshaus zu mit Gängen. Und da oben drauf setze ich dann mein Landeding hin. Da lande ich dann mit dem Raumschiff. Ah ja, warum nicht? So, Alter, gib Stöffle. Dauert zu lang, du musst raus. Schöne Runde war das, Leute. Ich bin tierisch entspannt jetzt nach der Runde zocken und freue mich jetzt schon auf die Runde morgen. Ich würde sagen, ich stoppe tatsächlich hier ab. Und beim nächsten Mal gehen wir ganz gemütlich zusammen dahintere. Schauen das Observatorium durch, dann machen wir die Waffenfabrik klar. Pflanzen die Sonnenrebe und dann haben wir es eigentlich, ne? Und dann fahre ich wieder ein bisschen Material, Leute, zum Wochenende hin. Und dann bauen wir weiter. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich tierisch auf die Runde morgen. Bis dann.